So, meine lieben Freunde der deformierten deutschen mongolischen Mongo-Küche, ja, die ja teilweise, denke ich mal, nochmal gerade so eine Pizza aufgetaut kriegt. Wir kochen heute mal mit einem Wok. Wir wollen heute vegan kochen. Ich koche ja schon seit 10 Jahren nur über einen Holzofen. Und jetzt habe ich mir ja gerade von meinem thailändischen Kumpel jetzt hier so einen Alu-Wok mal mitbringen lassen. Und ich will euch jetzt einfach mal so zeigen, wie ich zu Hause koche. Und dass es eigentlich auch relativ leicht geht, mit sehr einfachen Sachen sich zu behelfen. Ne? Ja, großes Pfeil, ganz wichtig, ja, boy. Messer. Und ich zeige euch ganz kurz mal, ich habe fast kein Geschirr zu Hause. Gute Messer habe ich, aber beispielsweise sowas wie ein Pfannenschieber baue ich mir immer mal ganz schnell selber. Ja? Also ich liebe es ja auf Holz zu arbeiten. Jetzt nehmen wir mal einfach mal beispielsweise jetzt hier mal so ein Brettchen. Ja, okay. Ja, Gutterbrett. Einmal abhacken. Okay, wer das sieht, nochmal ein bisschen kleiner halten. Zack, immer schön Finger wegnehmen, einmal aufspalten. Und schon ist der Pfannenschieber fertig. Und dann kann ich es hier noch so ein bisschen nachschleifen. Und dann haben wir schon einen Pfannenschieber, ja? Und wir danach nämlich auch gleich zack ins Feuer reintun. Also Pfannenschieber fertig. So, ich habe jetzt einfach mal mitgebracht. So, zack, das tun wir jetzt hier mal so drauf. Ich habe jetzt einfach mal so mitgebracht, also ein ganz normales Brett natürlich, Schneidebrett, da kommen wir jetzt gleich zu. Aber jetzt mal so gemüsetechnisch, einfach mal so ein paar Pilze, okay? So ein bisschen Kohl, ein bisschen Paprika. Was haben wir hier noch? Zwiebel, Knoblauch und eine Mohrrübe. Aber eigentlich geht es eher darum, um die Verarbeitung. Ja? Das Brett jetzt gleich zu den kleinen Kram. Achtet auf eure Finger. Wenn ihr gutes Werkzeug habt, gute Messer, ja, könnt ihr es beispielsweise ja so gleich wegschneiden. Alles klar. Oder eben, wenn das Beil auch ganz geil ist, ne, dann geht es auch eben mit dem Beil. Dann haben wir das schon mal drin. Zack, machen wir mal ein bisschen Öl dazu. Nicht vergessen. Jetzt haben wir gleich unseren Pfannenschieber im Einsatz. Okay. Und wir gehen in Runde 2. Für Runde 2 nehme ich jetzt dieses Brett. Also ich liebe es ja einfach so auf großen Brettern zu kochen und zu schneiden. Ja, okay. Großes Brett. Das lege ich mir jetzt einfach über den Wok drüber. Ja. Und schneide einfach die Sachen, beispielsweise Zwiebeln, in der Mitte einmal aufschneiden, okay, dann liegt die besser. Ich jetzt mal einfach zur anderen Seite rüber, dann sieht man es besser. Jetzt nehme ich einfach zwei. Ich möchte es grob haben, ich möchte es nicht zu klein geschnitten haben, ja. Und deswegen, die Asiaten verwenden ja sehr gerne immer auch diese Beile, weil die doch einfach geil sind. Die haben ein ganz geiles Eigengewicht und es lässt sich einfach super mitschneiden, ne? So, zack, jetzt haben wir die Zwiebel schon drin. Das Ganze machen wir jetzt eben auch mit der Paprika. Nochmal einmal in der Mitte durch. Und ihr seht, ich schneide es gleich direkt auf den Wok. Ich mache hier gar keine Aktion. Gleich direkt rein. Dann nehmen wir noch Pilze dazu. Und wir nehmen dazu dann auch gleich den Knoblauch. Und das ihr jetzt auch seht jetzt hier, also auch ganz geil, ja. So kriegt man es richtig schön fein geschnitten. Mohrrübe hinten anfassen und dann so richtig schön so runterflexen, ja. Seht ihr das? Denn die Mohrrübe braucht länger zum Durchgaren. Und wenn ihr die richtig schön als ganz dünne Streifen macht, dann ist die vom Garprozess her nämlich genauso schnell gar danach wie das restliche Gemüse. So, jetzt habe ich hier oben drauf meine Ablage. Die ist einfach mal ein bisschen höher gestellt. Und ja, das war eigentlich jetzt schon das Zauberwerk mit Wok kochen. Abschmecken muss ich euch jetzt nichts zu sagen. Natürlich nehmt ihr ein bisschen Salz. Ja, kleine Prise Salz. Zack, und ich habe jetzt einfach mal, aber das ist ja Geschmackssache, so ein bisschen Soja schadet nicht. Und ein bisschen Ingwer, eingelegter Ingwer ist auch ganz cool. Irgendwie. Den dann noch dazu. Und Sammer Oleg, damit natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Wisst ihr ja, da kommt jetzt wieder der Schaber in Einsatz. Da hat nämlich erstmal so eine kleine Messerspitze. Ihr wisst ja selber, nachwürzen kann man immer noch, wenn es einmal verwürzt ist. Ich gebe da mal ein lustiges Beispiel. Ich habe früher mal eine Suppe versalzen, ja. Und habe gedacht, naja, tust du einfach mal Zucker dazu und dann wird das schon wieder. Nee, das wird nichts mehr. Also einmal versalzen ist im Arsch. So Leute, wie gesagt, ich lasse das jetzt mal ein bisschen durchziehen. Nachher zeige ich euch dann, wie es dann fertig aussieht.
Aber so schnell ist dann Kochen mit dem Wok zu Hause. Da braucht mir immer keiner kommen, dass frisch Kochen länger dauert. Totaler Schwachsinn. Also kurzes Resümee nach so 2-3 Minuten. Ne? Das sieht doch schon mal richtig geil aus, oder? Leute, der Wok ist einfach richtig cool. Die Hitzeverteilung ist richtig schön. Muss man einfach sagen, ich bin mit diesem Alu-Wok wirklich sehr zufrieden. Das sieht nach 2-3 Minuten schon richtig Hammer aus. Leute, jetzt nach 10 Minuten einmal mal so ein Test, ja? Oh, Träumchen. Also, richtig lecker. Und ich verabschiede mich mit den Worten an euch für heute Abend mit, guten Abend. Die 65 mit Safersoße? Wollen mit Safersoße? Ja, ich mag. 15 Minuten? 15 Minuten, ja, okay, ja, ich mag, ja, ja, okay, tschüss.